Das Ganze wurde jetzt dadurch als Parkplatz lange Jahre missbraucht und man hofft jetzt, dass man dort irgendwas anderes aus dem Platz machen kann und dass er halt nicht mehr unbedingt als Parkplatz dienen muss. Da ist ja auch sehr viele Parkhäuser und Tiefgaragen in der Innenstadt. Ja, die Kirche, beziehungsweise diese Ruine, die hier steht, das war mal eine Kirche, die sogenannte Garnisonskirche. Dieser Kessel war schon immer, das ist das Residenzstadt, war auch eine Garnisonsstadt, weil hier also viele Regimenter der Landgrafen beherbergt waren. Die Garnisonskirche selber war die zweitgrößte Kirche von Kassel. Das ist die mit diesen neumondischen Türmen, die wir eben auch schon von Weitem da gesehen haben, so in der Ecke hier. Das ist die größte Kirche von Kassel. Die Garnisonskirche wurde auch zerstört. 1543 ist nicht wieder aufgebaut worden. Lange Zeit hat also nur diese Seitenteile existiert, wo dann halt dieses Rosini, also ein Italiener, vorher auch schon ein italienisches Restaurant, untergekommen war. Und die haben dann irgendwann sich entschlossen und haben das auch dann durchgesetzt, dass Teile der alten Mauern zugemacht werden als geschlossene Räumlichkeiten und ein Teil der Kirche, also als Biergarten bzw. als Gast- oder Weingarten, offen bleibt, dass man dort also Restauration hat. Man wollte ursprünglich die Kirche ganz leicht Ruine belassen, zur Erinnerung an die technischen Kriegsanwirkungen, aber so ist es ja eine bessere Entscheidung. Ein Denkmal, ein Gebäude, wie auch immer, schwer beschädigt, geht also nur noch mehr kaputt, wenn man es nicht benutzt. Ja, und wenn man es nutzt, dann hat es also die Chance, auch noch länger zu überleben. Ja. Die Garnisonskirche war dann auch nach 1811 zeitweilig dann die Schlosskirche oder die Hofkirche. Da ja das Schloss samt seiner eigenen Kirche abgebrannt war. Im Sommer hatten die Landgrafen, später Kurfürsten, hatten ein anderes Schloss als Sommer.